Moin moin, willkommen zurück. Ich bin noch am Buddeln und hier hole ich mal eben vor. Wir hören uns gleich wieder. So, hier ist erstmal das Vorspulen zu Ende. Ich habe mir jetzt schon mal so ein paar Gedanken nebenbei gemacht wegen dem Keller. Habe hier auch schon mal einen Anfang. Die Idee ist, man kommt jetzt hier von dem, ja, Verteilerraum, sage ich jetzt mal rein. Hat rechts ein ganzes Kochgedöns. Hier in diesem Bereich. Hier Lager für Brennstoffe und eventuell Zwischenlager, Tonkrüge. Für Nahrungsmittel für den temporären Gebrauch. Unten dann das große Lager, also das Langzeitlager. Nur dass man dann hier quasi den Kreislauf gegen den Uhrzeigersinn hat. Und zwar aus dem Langzeitlager ins temporäre Lager, in die Verarbeitung, in die eventuelle Lagerung zurück. Ne, man könnte jetzt hier quasi noch einen zweiten Keller. Eingang machen, ne, dass man dann quasi den Kreislauf komplett hat. Ne, nochmal, ich nochmal verbildlicht. Du gehst jetzt hier raus mit deinem ganzen Stuff, lagerst es hier zwischen, fängst an zu arbeiten und zu brutzeln und so weiter und so fort und gehst dann hier runter in Raum Nummer 2, die man auch verbinden kann oder auch nicht. Oder wir machen einfach nur einen Untergang, das Eingang nach unten, meine ich. Und ja, dann schauen wir mal. Ne? So aber mal die Idee dahinter. Wieder ganz simpel. Hatten wir schon mal. Darum wird sich auch nicht viel ändern. Hier kommt die Kohlegrube hin. Es müsste auch das gleiche Maß sein. Hier wieder Schmiede, Amboss, bisschen Holz. Die Gussform. Kisten. Jetzt haut nicht ganz hin. Ne? Ich sehe schon, ja, alles gut. Ich habe es gesehen. Nee, nee. Der Eingang muss um eins verschoben werden. Besser. Ja, das ist besser. So anders und wird das aussehen. Da uns ja Raumbonis tatsächlich ja nicht interessieren. Größtenteils, okay, hier geht's nicht. Nicht mehr, sondern eventuell nur bei der Küche. Da können wir ja mal zwei Fenster drin machen, ein paar Luftlöcher hier. Dann wenigstens mal kurz mehr nach Luft japsen kann, ein bisschen hier auch, damit die Abgase aus der Schmiede entweichen können, ne, um es wirklich mal ein bisschen logisch zu erklären. Und ist hier der ganze Bums hier ein bisschen heller. Hier soll abgedichtet werden. Ne? Ab hier ist Zone, hier ist Lebensmittelsicherheitszone. Hier wird abgedichtet, hier passiert gar nichts. So, es wird wieder so sein, mindestens so tief, dass wir die erste Schicht Stein über Kopf haben. Es ist natürlich hier ein bisschen schwierig, gerade da wir von ins Flache ins Hohe gehen. Ne, wir haben jetzt hier einen Aufwurf und da wird natürlich auch gleich Stein gespawnt. Das wird dann so sein, dass wir quasi, dass diese Schicht hier, so die Idee, diese Schicht wird dann halt unsere fünfte Schicht über uns sein, ne, quasi denn der Deckel, wie gesagt, der Raum wird wieder 4 hoch sein. So die Idee. Das mache ich jetzt mal hier nochmal ganz prophylaktisch zum Zeigen, dass man das wieder sieht, wie ich das meine. Das ist ja immer so eine Sache. Na, erzählen kann man viel, aber wenn man ein Bild dazu in der Hand hat, ist es immer viel besser. Sehe ich ähnlich. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, genau. Das, was über unserem Kopf ist. Und ab hier quasi beginnt der Raum. Ich weiß jetzt nicht, wie dunkel das für euch wird, wenn wir jetzt schon hier unten sind. Aber so einfach nur zum einfachen Verständnis. Machen wir jetzt mal hier einen ganz kleinen Raum fertig.
Okay, jetzt kann man das erkennen. Hier hoch. Decke. Gehen weiter und sind dann bei der zweiten Treppenstufe. Ja, genauso wie ich gesagt habe. So stelle ich mir das vor. Und so machen wir das auch ein. Was können wir, die Grube hier können wir auch schon mal ausheben. Kohlegrube. Könnte man auch zwei tief machen. Kommt man auch noch ran. Das funktioniert ebenfalls noch. Da muss man halt, muss jeder für sich selber wissen, wie viel Mühe bzw. wie viel Fleiß er da jetzt reinsteckt. Bis jetzt scheint ja hier alles zu funktionieren. Die Zahnräder stehen still. Aber wir sind ja nur voll mit der Stabilität. Unser Stangenwald beginnt zu sprießen. Das ist auch geil. Hier ist ein Portal, was ein bisschen für Unruhe sorgt. Naja. Ne, so in der Art erstmal. Jetzt mit dem See schaue ich mir noch an. Ich glaube, den müssen wir auch ein bisschen ausheben tatsächlich. Oh, es klingelt. Der gute alte Postbote, da war er wieder. Was mir gerade auf den Weg zum Postboten eingefallen ist, viele werden sich ja denken in der Schmiede, ja, warum verdammt nochmal eine Grube, ey, stell doch eine Kiste hin, da hast du doch sowieso mehr Platz drinne. Ja, sehe ich völlig ein. Ist so. Spielmechanikmäßig macht das deutlich mehr Sinn. Aber ich bin ehrlich, ich finde es schon ziemlich geil. Es sieht halt, es ist halt visuell so eine Sache, ey, ist der Kohlehaufen für die Schmiede. Es sieht halt nach was aus, deswegen die zusätzliche Mühe. Ja, natürlich, ich könnte da zwei Kisten übereinander stapeln, Doppelkiste gemacht, ich hätte Platz ohne Ende. Es soll schon anders sein. Katzenminze, bloß weg damit, nicht, dass wir noch Katzen anlocken. Ne? Es soll halt ein bisschen anders sein. Gehen wir mal wieder zurück. Ist mal wieder 19 Uhr. Ich habe hier immer noch keine Kohle aufgelegt. Ich verstehe es auch nicht manchmal. Manchmal muss man auflegen, auch wenn man nicht will. Ach ja. Deswegen. Das ist das Stockproblem. Es will auch nicht aufhören. Ja, mal gucken, hier ist ein Karnickel, hüpft hier völlig freudig umher. Mal gucken, wie lange noch. Gut. Na gut, dann müssen wir hier halt ein bisschen Holz holen. Willst du machen? Kommen wir eh nicht drum rum. Gehen wir ran. Sehen wir zu. Ich hatte gesehen bei der Eiche, das war gar nicht so schlecht, wenn man hier eine Eiche umgehauen gehabt. Die hat wirklich echt einen Haufen Stöcke fallen lassen. Damit konnte man arbeiten. Fand ich gut. Fand ich richtig gut. Die ist natürlich eine Rieseneiche. So viel Inventar habe ich gar nicht. Warten wir mal lieber mit der noch. Hier haben wir eine etwas größere, die hauen wir mal weg. Wir können diese Eichenstammgeschichte ja trotzdem immer noch zwischenlagern. Gar kein Problem. Bisher brauchen wir für die Lederverarbeitung. Das soll auch nicht so lange dauern, bis wir da dran sind. Aber erstmal, ich glaube, wir müssen den Umzug priorisieren. Wir haben jetzt auch schon den 4. Juli. Wintervorbereitung müssen getroffen werden. Lebensmittel. ETC. Muss auch passieren. Wir haben die Möglichkeit, unterirdisch anzubauen. Ja, das habe ich mit reingenommen. Weil ich es eigentlich ganz cool finde. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite will ich mir diese Mechanik einfach nicht nehmen lassen. Wunderbar. Oh, hier ging was. Hier ging was. Sehr schön. Gut. Ja, es geht immer noch darum. Wo ist meine Map? Ich habe letztes Mal wieder Screenshots gemacht, wa? Ja, ja. Das wird es gewesen sein. Lamellen, ja, dass wir endlich eine Rüstung zusammenkriegen.
Dann diese Sache mit dem Untergrund hier, das ist noch nicht gegessen. Hier werden wir definitiv was finden. Nur. Ich bin halt wirklich wahnsinnig gespannt und sowieso viel zu neugierig, um das ignorieren zu können. Deswegen müssen wir daran. So, Stöcke. 44 Stöcke ist schon eine ganz passable Ausbeute. Kohle drauf. Naja, nee, so nicht. Schon richtig. Angezündet. Und gut ist. Jo. So sieht aus. So ist die Lage. Oh. Aber weiter. Viel zu tun. Viel zu tun. Alles muss rüber. Diese E-Mail können wir gleich mal mitnehmen. Die Mühle. Ist hier auch schon mal weg. Da war unser Knochenlager. Unangenehm. Hier ist nichts drin. Können wir auch gleich so mitnehmen. Dieser Truhe ist auch nichts drin. Die nehmen wir auch mit. Und das Wandregal kriegen wir auch noch mit. Alles klar. Und rüber. Ich weiß, es ist Nacht. Ihr werdet sicherlich wieder wenig sehen. Moment, machen wir so. Aber ich denke mal, ich hoffe, ich war so smart und hab's euch ein wenig angenehmer gestaltet. Mit ein paar Einstellungen. Wenn es möglich war, ich nehme hier eine Folge auf. Deswegen kann ich das gerade nicht beurteilen. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es funktioniert hat. Aus einem Lager. Ich meine Kiste hin. Okay, ich denke mal, das packen wir erstmal hier rüber. Weil ich da noch nichts mit anfangen kann. Wo ist jetzt eigentlich meine Mühle? Da ist die Mühle. Gleich rein, die Knochen. Wäre schön, wenn wir die schon verarbeiten könnten, aber ist leider noch nicht. Oh, Spawn Rifter. Ich habe noch keine Türen. Geschweige denn hier ein Bett vor Ort. Wieder getroffen im Laufen. Mega krass. Also was die Viecher für einen Aim haben, es sollte verboten werden. Keine Frage. Keine Frage. Ja, so. Türen, sagte ich. Wie viele Türen habe ich? Ella. Miede. Miede, Küche. Und eine Doppeltür als Eingang. Also brauchen wir 5. Bis hierher. Da brauchen wir auch einen Bretterblock. Wenn wir auch noch gebrauchen können. Spätestens für die Terrasse. Vielleicht nehmen wir. Nee, so nicht. Vielleicht nehmen wir das Bett auch mit. Schon mal. Haben wir noch 5 frei. Das kann hier bleiben. Saat. Holz. Lassen wir auch erstmal hier. Nee, immer noch nicht. Herrgott im Himmel. Jetzt halt schon wieder platziert. Müssen wir ein paar Sicherheitsvorkehrungen machen. So, die 5 Lehmweller oder 3 Lehmweller, meine ich, die brauche ich auch nicht mit mir rumschleppen. Okay. Wir den Kochtopf hier mit. Bei 3. Hier ist noch ein Kochtopf. Die kommt auch mit. Ah, die kann man immerhin stacken, sehr gut. Schüsseln packen wir auch schon mal ein. Feuerzeug. Hier bleibt hier noch was. Die Bretter nehmen wir schon mal mit. Kann man die stapeln? Kann man die stapeln? Nee, auch nicht. Müssen wir einzeln herkommen. Gehen wir erstmal rüber. Wir gehen erstmal rüber und werden da höchstwahrscheinlich pennen. Schnell im Dunkeln. Jawohl. Hat voll gesessen. Gleich mal Tür frei.
hätte Fett mitnehmen sollen. Glühwürmchen. Das ist schwierig jetzt. Machen wir halt so. So sieht's erstmal. So geht's erstmal. So, hier ist alles dicht. Bett platzieren wir erstmal hier in der Ecke. Jetzt wollte er schon wieder abhängen. Pappen wir an der Wand. Wackeln habe ich nicht mitgenommen. Hm, blöd. Und wieder zurück. So ist es. So sieht ein verdammter Umzug aus, ne, wenn man kein Auto hat. Gott sei Dank muss man nicht so weit rennen. Also sind halt nur ein paar Meter, die wir umziehen müssen. Immerhin. Jetzt habe ich natürlich mein Inventar immer noch vollgelassen. Nichts aus, also wirklich nichts ausgeleert. Ich kann mir für das Ding schon wieder einen Arsch beißen. Und die Fackeln. Hier ist das ganze Fettzeug. Ja, wir brauchen nicht alle mitnehmen. Wir werden jetzt erstmal hier die Ölfackeln craften. Ganz klar. So, so. Hatte ich hier noch mehr Schüsseln? Nee. Nee. Da ist noch eine. Die werden wir auch gleich mal klar machen. Zack. So. Da könnt ihr hier auch in der Hand halten. Apropos. Ja, auch eine Hungerrate von 20. Ist jetzt nicht... Das ist jetzt, nicht fackelabhängig. Das ist so. Das ist einfach so. So, wir rennen zurück. Ja, ich weiß, ihr seht wieder wenig. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf, bisschen hüpf. So. Zack. Erstmal die Räume ein wenig beleuchten. Besser als eine hohle Hand, sag ich mal, wa? Ist okay. Wir können damit arbeiten. Coole Sache. Okay. So, dann laden wir uns mal hier erstmal ein bisschen aus. Bevor wir die Küchenzeile und sowas wirklich explizit platzieren. Erstmal alles hinpacken. Feuer kann auch hier hin. Holz laden wir hier in der Ecke ab. Bis auf weiteres. Kann ich auch Stöcke abladen? Wäre cool gewesen. Naja. Was ablegen? Ne, geht ja nur zum Craften, stimmt. Das stimmt natürlich. Reichlich Kabel, ne? Das vercraften wir jetzt gleich mal. Boom. Schöner Stack. Wo wollen wir das? Bevor wir dann in der Schmiede da wieder hin und her räumen, machen wir das so gut. Ich entlasse euch jetzt erstmal. Ich werde hier dann erstmal ein bisschen rumbasteln. Tatsächlich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Liken, abonnieren nicht vergessen. Ja. Schon mal im Voraus danke für die neuen Kommentare und Tipps reingehauen.